Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War hier auf der Switch. Ui, wir haben viel erlebt letztes Mal. Haben ein Schiffswrack gefunden, haben alles Mögliche durchforstet und halt. Habt etwas in eurem Besitz, ich kann es spüren. Die Zauberin hat etwas von uns. Hä? Es ist ein Fegefeuerstein. Ihr habt einen bei euch. Ja, er ist zurückgeblieben, nachdem wir Bargos getötet haben. Nachdem ihr was? Ihr habt einen Dämon getötet und seid damit nicht sofort zu mir gekommen? Er hat wirklich komisch ausgesehen, aber wir müssen uns auch um andere Dinge kümmern. Hört zu, eine vollständige Erklärung würde zu lange dauern, also gebe ich euch die Kurzfassung. Ich kann schon eine Weile hier in meinem Turm keine Verzauberung mehr vornehmen. Ein Stein wie dieser fehlt mir noch, um meine magischen Hilfsmittel wiederzuerwecken. Überlasst ihn mir. Damit extra. Wir hatten ohne nichts damit vor, also warum nicht? Erstaunlich, ihr habt einen Dämon getötet. Das ist sogar eine gute Sache, dass ihr hier aufgetaucht seid. Hier gibt es wohl noch Schlimmeres. Ja, wir wissen alles darüber. Tatsächlich? Okay. Ihr so. Lebt. Hier haben wir auf jeden Fall ordentlich was erlegt. Man sieht, alles fertig. Ihr lebt. Und reden brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Ja. Haltet die Ohren steif. Aber wir können mal reingucken. Da haben wir so. Ja. Die macht Schaden, aber die hat natürlich nichts anderes. Aber er geht natürlich. So allgemein ist ihm. Ja, die könnten wir natürlich nochmal verzaubern. Nehmen wir das mal mit. So. Sieht aber auch vieles, was wir verkaufen können. Wir gehen einmal zu dem Schattenhändler und geben ihm die Andenken, die wir haben. So. So, die Frage, was kaufen wir von ihm? Also, müssen wir gucken. Ich brauche auf jeden Fall mal ein paar neue Waffen. Der Schlüssel zur Macht. Kanonenreserve. Bargos verwunschener Panzer. Der wäre natürlich nicht schlecht. Der Schlüssel geht mir schon runter. Alles andere geht allerdings hoch. Ein Panzer, der von größerem großen General der Moore verflucht wurde. Pack der Verdammten. Hat bei einem Treffer eine Chance von 10% angesteckt, um 1000 zwischen. Aber Nolan leitet sich aber jedes Mal. Okay. Na gut. Ketten des. Geheimnisvolle Kette. Lassen wir. Also ich würde sagen, wir holen uns auch ein paar. Ach, ein paar. Da kommt der großen Wiederbelebung. Davon nehmen wir mal zwei mit. Die Zwingburg. So, gucken wir mal hier rein. Also, was wir da bekommen haben. Das ist natürlich besser. Auenzahn. Ausweichen geht weg, aber das macht nichts. Schon Sinn. Sieht, wie weit es hier runter geht. Das ist. Ja, okay. Gehen wir auch. Knochen. Wird hier schon alle gehen runter, aber. Calibretto. Altling. Aber hier ist nicht so viel. Okay, gucken wir, wenn ich noch ein paar von denen. Weil es so viel bringt jetzt so, aber dann haben wir so ein paar Sachen. Ich hätte, falls wir doch noch eine gute Waffe bekommen.
noch nicht zwei. Ein Angeschmutz. Oh, ein paar Heilungsflocken. So, wen kann man... Macht am meisten Sinn. Und da? Bitte? Dann... Perfekt. Das ist doch gut. So, bisschen aufgeplustert. Und was machen wir jetzt? Ja, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt erstmal hoch und versuchen dieses Prisma-Dingsbums, was wir da mal gesammelt haben, oben reinzupacken in die. Mal in den anderen Bereich, der nach oben geht. Ich kann euch mal zeigen, was ich meine. Auf dem falschen Weg. Wir müssen wieder hoch zu diesem Spiegel. Das heißt. Auf. Ja, rechts so. Damit wir der Story mal weiter verfolgen, damit wir die Story mal weiter verfolgen können. Mit dem so, da müssen wir jetzt den Spiegel einsetzen können. Behaupte ich mal. Denn wir haben jetzt diese Linse bekommen, womit sie uns einen ja, Durchweg geben können, wenn eine andere Welt ist oder ob es einfach nur rüber ist. Oben, weiß ich jetzt nicht. Weiter auf der Landkarte weiter was aufbauen können. Ja, freidecken können. Aber das wird das sein. Spannend. Ja, wie immer. Legendär, orange haben wir nichts. Genau, hier war das. Das will ich anschauen. Da konnten wir nichts mit anfangen. Dies ist das Portal, durch das unsere Linse bringen kann. Virus hat sie aus ganz eigenen seltsamen Gründen erschaffen. Hier kann jedenfalls benutzt werden. Männer zuerst. Ah, wir gehen trotzdem mit der Frau rein. Hui. Okay. Okay, hier ist ein Blutbrunnen. Was immer das ist. Was ist das für ein Ding? Es trinkt Blut aus dieser Quelle, widerwärtig. Ein Ghoul, einer von Verus verwerkelten Dienern. Eine leere Hülle der Macht. Die er einst verliehen. Verus hat eine Armee von Ghoulen. Nein, er hat eine Armee von Vampiren. Aber ihre Kraft hatte auch einen gewaltigen Preis. Sie bezogen ihre Macht von Kadral. Als Verus den Pakt brach, zerfielen damit auch die Ketten der Macht. Jeder unter Cedrals Einfluss ist verwelkt. Bemerkt uns an. Ihr seid nicht da. Blutquelle nährt ihn. Nur sehr dürftig. Er ist vollkommen abhängig von dir. Ist das Blut magisch? Es scheint nicht gänzlich organischer Natur zu sein. Blutquellen wie diese verleihen große Macht, aber für einen hohen Preis. Trinkt man einmal. Immer wieder trinken. Wenn wir eine sehr kleine Dose trinken, profitieren wir von ihrer Macht. Minimal Risiko. Hier ist vor, nur auf meine eigene Kraft zu vertrauen. Ist das so, Schwertkämpfer? Nur auf deine eigene Kraft? Alomon. Wir sollten weitergehen. Estra wird nicht lange warten. Weil ich habe eigentlich gesehen, dass da irgendwas, irgendein Fisch was von trinkt. Wo ist der Ghoul? In den Seen? Wind? Also ich sehe keinen Ghoul, der hier trinkt. Es gibt zwei verschiedene Wege. Wir können oben durch oder unten durch. Erstmal oben. Das ist ein Ehrgarten hier. Nein. Warte, ich will noch mal kurz zurückgehen. Bevor wir das Gebiet verlassen, gehe ich noch mal zurück. Hau noch mal nach rechts rein. Irgendwas übersehen haben. Wäre aber ärgerlich irgendwie.
Na gut sein, dass da irgendwas wichtig ist. Oder es gibt zwei Gebiete, wo man raus kann. Das weiß man natürlich auch nicht. Ja. Himmelstahlerz. Guck mal, hat mir die Kiste noch nicht erwischt. Eieiei, die hätten wir alles nicht gefunden. Sehr gut. Ich habe einen Fehler, das ist gerade jetzt keine Figur. Das ist winzig klein, die Sachen. So, auf dem Gebiet raus. Sollte auf der anderen Seite sein von der Karte. Ein bisschen gruselig ist es schon. Ist cool, ne? Jetzt kommen wahrscheinlich neue Gegner, die wir nicht alle angreifen müssen. Super Death-Rate Schaden haben. Okay, die sind alle stärker als wir hier, wie man sieht. Und nicht stärker, weil höher der Brief. Gar nichts. Aber deren Stärke wirklich. Ewig für den Kampf. Ich habe gerade die dritte Superkraft, das ist ja. Fügt willkürlich auf alle Feinde 2000. Das will ich mal sehen. Superpower. Mal ganz kurz gucken, ich glaube, ich habe irgendwo. Pfefferkanone. Über mehr Power. Physische Abwehr geht runter, magische Abwehr geht runter. Allerdings nicht. Noch mal, die müssen wir dann noch mal irgendwo. Ja, irgendwo an irgendeinem Bergbank kann man da wieder was machen. Können wir erstmal alles ein hier, was wir finden? Wenn wir uns Gegner betrachten. Schatztruhe, die wollen wir haben.
Wir tun, was nötig ist. Ja, wir auch. Dann bei Treffer, okay. Seiner Bauchstruktur. Sehr gut. Über die andere Strecke runter, das ist nicht blöd. Ach, hinten ist das. Reicht. Das ist ein großes Gebiet, wo das ist. Ein paar. So, wen machen wir als erstes? Alter Schwede. Heilen. Mach dich mal heilen. Ist auch nichts. Halte dich selber. Räumt. Okay. Das Eisgebiet hier ist doch schon ein bisschen. Also merkt man schon wieder, dass wir wieder, dass uns ein, zwei Level fehlen. Können sie nicht fehlen. Eigentlich schon im richtigen Level, aber das ist einfacher wäre, ein, zwei Level höher zu sein. Aber jetzt los zu grinden, habe ich auch keinen Bock drauf. Dann kann ich mich gleich bewegen hier, warum nicht? Kann ich meine Figuren? Jetzt. Warte, besten kann nichts machen. Warte, bevor wir runter gehen, kommen wir erstmal. Das ist über einen anderen Weg, aber wir gehen erstmal hier. Gut, wir müssen ja auf jeden Fall hoch zur Destra.
Zwischenstation gefunden. Das ist schon mal super. Wir wollen immer wieder zurück zu unserem Dorf. Erfahrungen schlachten, sind auch nicht schlecht. Ah, versiegelte Truhe. Weil wir haben keine zwei. Und mal finden, Mana. Ja, aber das Gebiet ist, glaube ich, recht groß hier. Also wir kommen, also müssen wir durch. Wir den Gegner noch mit hier. Dann können wir auch schon Schluss, glaube ich. Es sei denn, es fühlt sich irgendwas unerwartet. Wie ordentlich. 26 ist natürlich wirklich höher als hier. Aber es bringt nichts. Gut, sterben wir halt. Nicht schlimm. Wir wollten ja eh aufhören nach diesem Kampf. Und Ball. Ich glaube, das ist auch gut. Leben bekommt er auf jeden Fall. Wieder. Vielleicht nicht tot. Nicht viel, aber ein Gift. Okay, jetzt wird auch ein Beschützer wieder. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Alter, 4000 Eva. Okay, also da brauchen wir uns gar nicht, brauchen uns gar keine Illusionen machen. Das klappt nicht. Ja, aber ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann werden wir sehen, wie wir dieses Gebiet auseinandernehmen. Bis dahin, tschüss.